Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Damen und Herren, was führen wir hier eigentlich heute schon wieder für eine Debatte? Also insgesamt muss ich mich über die Debatte in unserer Gesellschaft aktuell auch sehr wundern. Und ich finde, wir müssen da mal genau drauf gucken, was ist passiert in den letzten Wochen. Es ist ein furchtbares islamistisches Attentat verübt worden, eine furchtbare Tat. Aber anstatt darüber zu sprechen, wie wir Islamismus effektiv bekämpfen können, sprechen wir schon wieder über Migration und Asyl. So als wäre das unser Problem. Die AfD läuft mal wieder zu Hochform auf und zu menschlichen Tiefschlägen und legt hier einen Antrag vor, übrigens rechtlich spät, erst gestern Abend, mit dem Namen Brot, Bett und Seife. Allen Asylbewerbern soll hier jetzt das Leben so mies wie möglich gestaltet werden, soweit ist das von Ihnen ja jetzt nichts Neues. Ich möchte aber mal darüber sprechen, was eigentlich so ein islamistisches Attentat von Solingen mit den geforderten Asylrechtsverschärfungen der AfD zu tun. Dafür möchte ich Sie alle mal 2 Jahre mit zurücknehmen zum 7. Dezember 2022. Am 7. Dezember 2022 fanden bundesweite Razzien statt und eine gefährliche Terrorzelle wurde ausgehoben. 25 Personen wurden festgenommen. Sie hatten konkrete Anschlagpläne für mehrere Orte in der Bundesrepublik. Ihr Waffenarsenal umfasste 382 Schusswaffen, 347 Stichwaffen und mehr als 148.000 Munitionsteile. 500.000 Euro waren für die Beschaffung weiterer Waffen bereitgestellt. Die Rede ist von einer Gruppe von Reichsbürgern rund um Heinrich Prinz Reuß. Prinz Reuß stand an der Spitze von Umsturzplänen der Allianz, ebenfalls im engeren Kreis dabei, und deren Kandidatin als zukünftige Justizministerin, die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin Birgit Malzack-Winkelmann. Die Razzia in Malzack-Winkelmanns Haus förderte Selbstladegewehr und einen Revolver mit 6.955 Patronen und 21 Magazinen, dazu 3 Taser und 2 Schlagstöcke zu Trage, einiges davon griffbereit in einer Tasche verpackt. Anschlagsziele der Allianz waren BürgermeisterInnen bundesweit, der Deutsche Bundestag und Mitglieder der Bundesregierung. Was wäre vor 2 Jahren wohl die Reaktion gewesen, wenn ich mich damals hier hingestellt hätte und gefordert hätte, der Herr Springer und die Mitglieder der AfD sollen bis auf Weiteres nur Brot, Bett und Seife erhalten, bis bewiesen ist, dass sie mit dem Terrornetzwerk nichts zu tun haben? Schließlich hätte ich sagen können, dass auch Sie, Herr Springer, und die Mitglieder der AfD Vertreter eines rechten Gedankengutes sind. Und schließlich war ja es auch eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, die Teil des Terrornetzwerks sind. Ich brauche nicht viel Fantasie und Sie bestätigen das ja gerade, um mir vorzustellen, wie Sie reagieren hätten, Herr Springer. Sie hatten mir gesagt, dass ich wahrscheinlich spinne, wie vermessen und verfehlt es wäre, von der Terrorgruppe auf die AfD und von Frau Malzack-Winkelmann auf den Herrn Springer zu schließen. Die einen hätten doch mit dem anderen nichts zu tun, man könne doch von einer Person nicht auf alle schließen. Stimmt wahrscheinlich. Und daher habe ich auch nie gefordert, dass der Herr Springer oder alle AfD-Mitglieder nur Brot, Bett und Seife bekommen sollen, denn es wäre unsinnig, es wäre überzogen und nicht zielführend. Aber nach dem Attentat von Solingen tun Sie, die AfD, jetzt genau das. Das islamistische Attentat wurde von einem Geflüchteten begangen, ja. Aber was haben denn all die Menschen im Asylverfahren und Menschen mit Migrationsgeschichte damit gemeinsam? Die allermeisten haben damit genauso viel gemeinsam wie Sie und Frau Malzack-Winkelmann, nämlich hoffentlich gar nichts. Und trotzdem stellen Sie alle Geflüchteten unter Generalverdacht und wollen sie bei Brot, Bett und Seife ihr Dasein fristen lassen. Das ist, mit Verlaub, vermessen, verfehlt, überzogen und nicht zielführend. Und ich möchte hinzufügen, es ist auch nicht verfassungsgemäß. Das hat uns das Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen immer wieder klar bestätigt. Ich zitiere, mit Verlaub der Präsidentin, aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Oktober 2022, Randnote 56. Migrationspolitische Erwägungen, Anreize für Wanderungsbewegungen durch eine im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, können von vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das psychische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen. Den Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren.